В этом видео вас ждет короткий рассказ на немецком языке, который мы будем слушать и разбирать по частям. При первом прослушивании попробуйте понять общий смысл и уловить знакомые слова. Для полного понимания второй раз вы услышите рассказ с переводом. Затем носитель языка еще раз прочитает текст, чтобы вы могли закрепить полученные знания. Желаю вам приятного просмотра и прослушивания. Ein ausflug in den park. Heute Mittag hat Magdalenas Familie einen Ausflug in den Park gemacht. Magdalena mag diese Ausflüge sehr. Erst recht, wenn ihr Stiefbruder Philipp dabei ist. Im Park haben die Kinder viel Platz, um herumzutoben. Häufig spielen sie ein selbst ausgedachtes Spiel. Die Regeln sind ziemlich einfach. Im Grunde geht es nur darum, sich gegenseitig mit einem Ball abzuwerfen. Auch heute haben sie das Spiel gespielt. Magdalenas Mutter und Georg, der Vater von Philipp, haben zugeschaut. Dabei hat Georg seinen Sohn und Magdalenas Mutter ihre Tochter angefeuert. Auf geht's, Maggie! rief die Mutter und hat in die Hände geklatscht. Und immer wenn Magdalena Philipp getroffen hat, hat sie laut gejubelt. Das kam ziemlich oft vor. Magdalena schien richtig in Form zu sein. Jetzt pass auf, sagte Philipp als er bereits deutlich zurücklag. Von da triffst du mich niemals, rief Magdalena. Wetten? fragte Philipp. Das ist so weit, ich werde mich nicht einmal bewegen, sagte Magdalena. Philipp atmete tief ein und zierte. Dann hat er den Ball mit aller Kraft geworfen. Ein beeindruckender Wurf, nur leider komplett daneben. Das ist nicht gut sagte Magdalena. Der Ball flog bis zu einer anderen Gruppe hinüber. Auf einmal ist der Hund der Gruppe aufgesprungen und hat sich den Ball geschnappt. Magdalena war dem Ball bereits hinterhergelaufen. Als sie den Hund sah, fing sie an zu kreischen. Oh mein Gott, ist der süß! Vorsichtig fragte sie: Darf ich ihn vielleicht mal streicheln? Natürlich, kein Problem antwortete die Besitzerin freundlich. So kam eins zum anderen. Den Rest des Nachmittags haben die Kinder damit verbracht, mit dem Hund zu spielen. Sie haben ihm den Ball geworfen oder sind mit ihm um die Wette gerannt. Irgendwann war Magdalena ganz durstig. Als sie zu den Erwachsenen ging, um einen Schluck zu trinken, hat sie ihre Mutter angesehen. Mama, sagte sie so lieb sie konnte, können wir uns auch einen Hund holen? Ein Ausflug in den Park. Heute Mittag hat Magdalenas Familie einen Ausflug in den Park gemacht. Magdalena mag diese Ausflüge sehr. Сегодня в обед семья Магдалены совершила прогулку в парке. Магдалене очень нравятся такие вылазки. Heute Mittag hat Magdalenas Familie einen Ausflug in den Park gemacht. Magdalena mag diese Ausflüge sehr. Er ist recht, wenn ihr Stiefbruder Philipp dabei ist. Im Park haben die Kinder viel Platz, um herumzutoben. когда принимает участие сводный брат у детей много места, чтобы Erst recht, wenn ihr Stiefbruder Philipp dabei ist. Im Park haben die Kinder viel Platz, um herumzutoben. Häufig spielen sie ein selbst ausgedachtes Spiel. Die Regeln sind ziemlich einfach. Häufig spielen sie ein selbst ausgedachtes Spiel. Die Regeln sind ziemlich einfach. Im Grunde geht es nur darum, sich gegenseitig mit einem Ball abzuwerfen. Auch heute haben sie das Spiel gespielt. Im Grunde geht es nur darum, sich gegenseitig mit einem Ball abzuwerfen. Auch heute haben sie das Spiel gespielt. Magdalenas Mutter und Georg, der Vater von Philipp, haben zugeschaut. Dabei hat Georg seinen Sohn und Magdalenas Mutter ihre Tochter angefeuert. Мать Магдалены и Георг, отец Филиппа, наблюдали за игрой. При этом Георг болел за своего сына, а мать Магдалены за свою дочь. Magdalenas Mutter und Georg, der Vater von Philipp, haben zugeschaut. Dabei hat Georg seinen Sohn und Magdalenas Mutter ihre Tochter angefeuert. Auf geht's, Maggie! rief die Mutter und hat in die Hände geklatscht. Und immer wenn Magdalena Philipp getroffen hat, hat sie laut gejubelt. Maggie. Mama i I раз, когда Magdalena в ana gromka Auf geht's, Maggie! rief die Mutter und hat in die Hände geklatscht. Und immer wenn Magdalena Philipp getroffen hat, hat sie laut gejubelt. Das kam ziemlich oft vor. Magdalena schien richtig in Form zu sein. Jetzt pass auf, sagte Philipp. Это er случалось довольно часто. Похоже, Магдалена была действительно в отличной форме. «Теперь берегись», – сказал Филипп, когда он уже был далеко позади. Das kam ziemlich oft vor. Magdalena schien richtig in Form zu sein. Jetzt pass auf, sagte Philip, als er bereits deutlich zurücklag. Von da triffst du mich niemals rief Magdalena Wetten fragte Philipp Оттуда ты никогда не попадёшь в меня крикнула Magdalena Спорим спросил Philipp. Von da triffst du mich niemals rief Magdalena Wetten fragte Philipp Das ist so weit ich werde mich nicht einmal bewegen, sagte Magdalena. Philipp atmete tief ein und zierte. Das ist so weit, ich werde mich nicht einmal bewegen, sagte Magdalena. Philipp atmete tief ein und zierte. Dann hat er den ball mit aller kraft geworfen ein beeindruckender wurf nur leider komplett daneben das ist nicht gut sagte magdalena затем он со всей силы бросил мяч впечатляющий бросок но к сожалению совершенно мимо цели это не хорошо сказала magdalena dann hat er den ball mit aller kraft geworfen ein beeindruckender wurf nur leider komplett daneben das ist nicht gut, sagte Magdalena der Ball flog bis zu einer anderen Gruppe hinüber auf einmal ist der Hund der Gruppe aufgesprungen und hat sich den ball geschnappt другой <laughs> Der Ball flog bis zu einer anderen Gruppe hinüber. Auf einmal ist der Hund der Gruppe aufgesprungen und hat sich den Ball geschnappt. Magdalena war dem Ball bereits hinterhergelaufen. Als sie den Hund sah, fing sie an zu kreischen. Oh mein Gott, ist der süß! Magdalena уже бежала за мячом. Когда она увидела собаку, то начала Magdalena war dem Ball bereits hinterhergelaufen. Als sie den Hund sah, fing sie an zu kreischen. Oh mein Gott, ist der süß! Vorsichtig fragte sie, Darf ich ihn vielleicht mal streicheln? Natürlich, kein Problem, antwortete die Besitzerin freundlich. Осторожно она спросила: Может быть, я могу его погладить? Конечно, без проблем, дружелюбно ответила хозяйка. Vorsichtig fragte sie: Darf ich ihn vielleicht mal streicheln? Natürlich, kein Problem, antwortete die Besitzerin freundlich. So kam eins zum anderen. Den Rest des Nachmittags haben die Kinder damit verbracht, mit dem Hund zu spielen. So kam eins zum anderen. Den Rest des Nachmittags haben die Kinder damit verbracht, mit dem Hund zu spielen. Sie haben ihm den Ball geworfen oder sind mit ihm um die Wette gerannt. Irgendwann war Magdalena ganz durstig. Sie haben ihm den Ball geworfen oder sind mit ihm um die Wette gerannt. Irgendwann war Magdalena ganz durstig. Als sie zu den Erwachsenen ging, um einen Schluck zu trinken, hat sie ihre Mutter angesehen. когда она пошла к взрослым чтобы немного попить то посмотрела на свою маму als sie zu den erwachsenen ging um einen schluck zu trinken hat sie ihre mutter angesehen Mama sagte sie so lieb sie konnte können wir uns auch einen hund holen мама сказала она так мило как только могла а можно нам тоже завести собаку Mama, sagte sie so lieb sie konnte, können wir uns auch einen Hund holen? Heute Mittag hat Magdalenas Familie einen Ausflug in den Park gemacht. Magdalena mag diese Ausflüge sehr. Erst recht, wenn ihr Stiefbruder Philipp dabei ist. Im Park haben die Kinder viel Platz, um herumzutoben. Häufig spielen sie ein selbst ausgedachtes Spiel. Die Regeln sind ziemlich einfach. Im Grunde geht es nur darum, sich gegenseitig mit einem Ball abzuwerfen. Auch heute haben sie das Spiel gespielt. Magdalenas Mutter und Georg, der Vater von Philipp, haben zugeschaut. Dabei hat Georg seinen Sohn und Magdalenas Mutter ihre Tochter angefeuert. Auf geht's, Maggie! rief die Mutter und hat in die Hände geklatscht. Und immer wenn Magdalena Philipp getroffen hat, hat sie laut gejubelt. Das kam ziemlich oft vor. Magdalena schien richtig in Form zu sein. Jetzt pass auf, sagte Philipp, als er bereits deutlich zurücklag. Von da triffst du mich niemals, rief Magdalena. Wetten? fragte Philipp. Das ist so weit, ich werde mich nicht einmal bewegen, sagte Magdalena. Philipp atmete tief ein und zierte. Dann hat er den Ball mit aller Kraft geworfen. Ein beeindruckender Wurf. Nur leider komplett daneben. Das ist nicht gut, sagte Magdalena. Der Ball flog bis zu einer anderen Gruppe hinüber. Auf einmal ist der Hund der Gruppe aufgesprungen und hat sich den Ball geschnappt. Magdalena war dem Ball bereits hinterhergelaufen. Als sie den Hund sah, fing sie an zu kreischen. Oh mein Gott, ist der süß! Vorsichtig fragte sie, Darf ich ihn vielleicht mal streicheln? Natürlich, kein Problem, antwortete die Besitzerin freundlich. So kam eins zum anderen. Den Rest des Nachmittags haben die Kinder damit verbracht, mit dem Hund zu spielen. Sie haben ihm den Ball geworfen oder sind mit ihm um die Wette gerannt. Irgendwann war Magdalena ganz durstig. Als sie zu den Erwachsenen ging, um einen Schluck zu trinken, hat sie ihre Mutter angesehen. Mama, sagte sie so lieb sie konnte, können wir uns auch einen Hund holen?